Ja, Fans, ich melde mich hier nochmal schnell. Ne? Das Spiel habe ich ja gesehen. Jetzt bin ich wieder hier. Ja gut, man muss natürlich sagen, in der ersten Halbzeit sah das ja gar nicht schlecht aus. Nur wenn man die Chancen nicht reinmacht, dann sieht das natürlich, gewinnst du kein Fußballspiel. Das ist immer so. Also ich will auch diesmal keinen Namen nennen. Es war natürlich auch sehr warm, aber das war ja für beide, für den Gegner auch. Also wenn man die Chancen nicht reinmacht in der zweiten Liga, dann wird das wieder schwer. Das habe ich gesagt und da bleibe ich auch bei. So, denn noch was. Also ich will auch keine Namen nennen. Aber im Grunde genommen haben wir das Gleiche wieder erlebt, wie wir bei allen Trainern erlebt haben. Es lief nicht mehr, dann wäre das System umgestellt und es spielte mit zwei Spitzen. Tut mir noch mal bitte einen Gefallen und fangt mal mit zwei Spitzen an. Dann wäre das doch gefährlicher vorne. Aber wie gesagt, das predige ich schon jahrelang, aber das wird nicht gemacht. So, dazu jetzt zweite Halbzeit muss ich sagen. Jetzt ist die Frage nur, ob man den auch noch besser abwehren kann, den Schuss, das weiß ich nicht. Das muss man sehen im Fernsehen nochmal, aber ich weiß das nicht, dass er genau in die Mitte rein und den anderen lang das Ding am Fuß serviert. Muss das sein? Weiß ich nicht, aber es kann sein. Ja gut, und dann der Elfmeter, der zum Schluss noch, das war eine Konzessionsentscheidung. Dieser, da war keiner, da spielt er jetzt den Ball. Aber in der ersten Halbzeit haben sie uns natürlich den Elfmeter nicht gegeben, wo er ihn da umhaut, der Glatzkopf, hau den unser Leibold um. Das war ein klarer Elfmeter. Aber das andere war eine Konzessionsentscheidung. Das habe ich nicht als Elfer gesehen. Ich bin ja immer neutral und bin ja auch fair. So, dennoch war es ja, der Rahmen hat ja auch gestimmt mit 300.000 oder 44.000 Leute. Ich hatte an sich mit mehr gerechnet. Aber es ist wohl die Ferienzeit. Aber ich will euch eins sagen, wenn man so einen Gegner nicht zu Hause schlägt, Darmstadt, das war praktisch, das war nicht mal Zweitliga-Niveau in meinen Augen, wie die gespielt haben. Nur hinten drin und dann nach vorne gepielt und alle Mann hin. Also, aber wie gesagt, wir haben einen Punkt noch gerettet, muss man ja leider sagen, weil die zweite Halbzeit war grottenschlecht. Also wer die zweite Halbzeit gut redet oder hin und her und die Auswechslung konnte ich auch nicht verstehen, aber das sind alles Sachen, die ich kritisieren darf. Ich kritisiere nie den Trainer wieder, das habt ihr ja gewusst oder das habe ich euch schon gesagt. Es wird nicht kritisiert, das war das erste Spiel und die da wird das schon richten. Aber so, wie die zweite Halbzeit gelaufen ist, da sehe ich total schwarz. Aber das ist nur meine Meinung, Jungs. Haut rein, ist Tango. Nicht? Also wir wollen mal sehen, dass wir heute Abend noch mal den schönen Sonntag verleben. Und dann trinken wir noch ein schönes Bier oder ein Eiswasser. Und dann hauen wir noch mal rein und dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Und Peter will mal beim Training gucken. Aber ich will euch nur eins sagen, auch wenn ich euch wieder nerv. Die Abschlüsse, ha, das war wieder Katastrophenfußball. Aber alles in Ordnung, nur der HSV. Ich hoffe, das geht aufwärts. In Nürnberg wird ja ein ganz einfaches Spiel morgen Abend. Alles klar. Tschüssi, tschüss, nur der HSV, tschüss.